Halberstadtwerke sanieren Fernwärmeleitung in der Augustenstraße. Fernwärme ist die bequemste und umweltfreundlichste Form des Heizens. Über ein Rohrnetz von etwa 20 Kilometern Länge versorgen die Halberstadtwerke das Gebiet jährlich mit ca. 52 Millionen Kilowattstunden. Die Rohre der alten Leitung haben nach 40 Jahren allerdings ausgedient und weichen nun dieser neuen Anlage. Immerhin ist dieses Teilstück in der Augustenstraße eine der wichtigsten Versorgungsleitungen im gesamten Netz. Sie ist die Hauptanbindung ans Heizkraftwerk Ost bzw. an die Biogasanlage der Halberstadtwerke. Wir betreiben hier ein Fernwärmenetz von ca. 20 Kilometern Länge, was zum Teil aus den 70er, 80er Jahren ist. Und Teile dieses Netzes sind halt nach einer Zeit sanierungsbedürftig und das führen wir halt durch. Wir wollen die Versorgungssicherheit natürlich beibehalten, die wir den Kunden bieten. Und deswegen eine der großen Sanierungsmaßnahmen, der Austausch der Fernwärmehauptleitung hier in der Augustenstraße. Wie lang ist dann das Netz, was jetzt saniert wird? Also der Teilabschnitt, den wir jetzt sanieren, sind 120 Meter. Wie lange wird denn die Sanierung dauern und was kostet sowas eigentlich? Also wir bewegen uns hier in einem Investitionsrahmen von ca. 150.000 Euro für diesen Abschnitt. Das beinhaltet den Leitungsbau sowie halt den Tiefbau für den Leitungsabschnitt. Schätzen hier jetzt noch ca. 14 Tage Montagezeit, das heißt in Summe ca. 4 Wochen. Diese neue Leitung, ist die denn auch leistungsstärker als die alte? Wir haben auf dem Abschnitt hier vorher zwei Trassenabschnitte betrieben, die jetzt nicht vonnöten sind, weil wir Umbaumaßnahmen vollzogen haben und verlegen jetzt eine Dimension größer, um den gleichen Leistungsbedarf decken zu können. Wie viele Leute sind denn hier auf der Baustelle? Also im Moment sind hier drei Rohrleitungsbauer, ein Kranbetreiber noch dazu und heute gerade jetzt noch die Nachisolierer, die im Prinzip die Verbindungsstellen wiederherstellen zwischen den Teilabschnitten. Kann denn bei so einem Leitungsbau auch mal was schief gehen? Sollte möglichst nicht. Wir achten natürlich immer möglichst auf den Arbeits- und Umweltschutz und so weiter. Klar kann es zu Verzögerungen kommen, man hat hier Tiefbauarbeiten, findet Sachen im Boden, die vielleicht nicht vorhersehbar sind und so weiter, wodurch auch mal Zeitverzögerungen und so weiter entstehen können, klar. Aber dass man so eine Leitung dann, ich sag mal, wieder einbuddelt und plötzlich funktioniert sie nicht, das passiert nicht? Nee, das passiert natürlich nicht, weil die Leitung war vorher geprüft, wir machen Druckproben und so weiter, Schweißnähte werden geröntgt, also die Sicherheit ist dann gegeben und auch die Funktionstüchtigkeit. So wird die wohlige Wärme auch in Zukunft fertig bei den Verbrauchern ankommen. Bei der Fernwärme sind Heizkessel und Brennstofflager nämlich überflüssig. Das garantiert zum einen mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden und trägt nachweislich zur Senkung des Schadstoffausstoßes bei. Darum ist Fernwärme auch eine sehr umweltfreundliche und bequeme Form zu heizen. Bis Mitte Juni laufen die Umbaumaßnahmen hier auf Hochtouren und der große Kran ragt auch noch so lange über den Dächern in der Augustenstraße.